Wir steigen direkt ein in die Vorstellung des limitierten Sondermodells zum 60-jährigen Jubiläum. Sportchronograph Modell 144 STS Jubiläum 2. Sinn Spezialuhren feiert 60-jähriges Bestehen. Zur Vorstellung der Neuheiten im Jubiläumsjahr erwarten wir einen besonderen Gast, der die Marke jahrzehntelang begleitet hat. Selbst bei sportlichen Herausforderungen mit minus 40 Grad im kanadischen Yukon Territory. Er sagt über sich selbst, er sei fasziniert von allem, was Zahnräder hat. Uhren, Fahrräder, E-Bikes, Motorräder, Autos und Wohnmobile, also kurz gesagt, Spielzeug für große Jungs. Technik liegt ihm im Blut. Seine Karriere begann bei Porsche. Später packte er diese Leidenschaft in fachkundige Worte. Zunächst als angestellter Journalist für Tageszeitungen, die Motorpresse Stuttgart und für die dpa. Seit 20 Jahren schreibt und fotografiert er freiberuflich unter anderem für das Fachmagazin Armbanduhren und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein persönliches Faible hat er für Chronographen und technische Innovationen. Seine Berichte sind authentisch und praxisnah, denn er schreibt immer über eigene Erfahrungen mit dem Produkt. Das schätzen wir an ihm und freuen uns jetzt auf ein Wiedersehen mit Martin Häusermann. Grüß dich, Martin. Schön, dass du da bist, dass du gekommen bist zu unserem 60-jährigen Jubiläum. Ich will dir gleich unser Jubiläumsmodell vorstellen, auf 600 Stück limitiert, Modell 144 in Schwarz. Also zunächst mal danke für die Einladung. Also es ist ja toll, dass wir uns jetzt mal nach fast einem Jahr mal wieder sehen. Und dann gleich bei so einem Anlass, also da fühle ich mich schon sehr geehrt, als einer der Ersten diese Uhren zu sehen und auch insbesondere diese Uhr, weil die mich auch so ein bisschen an eine meiner allerersten Uhren erinnert, auch matt-schwarz aus den 80er Jahren. Also das ist wirklich sehr gelungen. Auf 600 Stück limitiert und es gibt sie nur im Set, wie hier, mit Massivband, wie du sie hast, und mit Silikonband. Beide Bänder liegen bei und der Kunde hat sogar die Möglichkeit, selbst umzumontieren. Werkzeug dazu liegt auch bei. Da muss man aber ein bisschen handwerkliches Geschick haben. Ja, das Modell ist seit 1974 im Programm. Also schon vor meiner Zeit, bevor ich die Firma 1994 übernommen habe. Allerdings damals mit Mineralglas und nicht mit der Technik, wie wir sie heute haben. Die Uhr ist heute 20 Bar wasserdicht, also 200 Meter, hat Saphirglas und das auf beiden Seiten. Und jetzt hat sie noch eine Technik, die ich dir mal in besonderer Weise erklärt hatte. Unsere Trockenhaltetechnik, ja, das ist das. Du kennst sie schon von anderen Uhren. Und was ein Taupunkt ist, habe ich dir damals auf besondere Art und Weise erklärt. Warst du noch auf der Messe? Da kann ich mich nur sehr gut dran erinnern, an eurem Messestand. Ja, und so möchte ich sie jetzt wieder erklären. Okay. Es ist der gleiche Sekt. Auch wir hatten damals schon Sinnsekt, ne? Ja, ja, in der Tat, den kenne ich. Wahrscheinlich liegt der Taupunkt hier, ich schätze, bei 10 Grad und das Getränk hat jetzt, sag mal, 5 Grad. Und dann gibt es einen leichten Beschlag am Glas. Ich habe es mir gemerkt, wenn die Luft an dem kalten Glas kondensiert und sich dann Wassertröpfchen abbilden, das ist dann der berühmte Taupunkt. Jawohl. Und je trockener die Luft ist, je niedriger der Taupunkt. Ja. Auf 60 Jahre sind? 60 Jahre. Ja, 60 Jahre Sinn ist eine ganz schön lange Zeit, aber wir kennen uns ja auch schon lange. Ne? Es sind schon also gut 20 Jahre her. Deswegen habe ich ja auch heute Morgen diese Uhr angezogen. Mhm. Dieser, wie du sagst, Multifunktionschronograph, an dem tatsächlich unglaublich viel abzulesen ist. Das ist eigentlich auch tatsächlich meine erste Sinnuhr. Und da war ich damals bei euch im Fültchen, als ihr diese Uhr entwickelt habt.
für ein Extremsport-Event in Kanada, für die Fulda Challenge. Und was das Besondere war, ich habe sie dann auch direkt vor Ort gleich testen dürfen und hatte sie dann über eine Woche bei Temperaturen bis minus 40 Grad im Einsatz. Und deswegen ist das auch für mich ein besonderes Erinnerungsstück. Ja, es freut mich, dass du so gute Erinnerungen hast. Wir hatten damals die ersten Uhren mit Trockenhaltetechnik gemacht, minus 45 und plus 80 Grad erträgt diese Uhr. Und die Uhr hier mit Trockenhaltetechnik, die haben wir mit einem Schutzgas gefüllt, das einen sehr niedrigen Taupunkt unter minus 100 Grad hat. Und damit es auch trocken bleibt in der Uhr, haben wir noch eine Trockenkapsel eingebaut. Und damit ist dann sichergestellt, dass das Uhrenglas auch bei minus 40 Grad oder also es geht ja darum, ja, nicht beschlägt. Ja. Nicht beschlägt. Nicht beschlägt. Du siehst, die ist jetzt weiß hinter dem Glas. Und wenn es mit der Zeit, wenn die Feuchtigkeit aufgenommen hat, dann verfärbt sich das ins Blaue. Wir wollen ja sicherstellen, dass keine Luftfeuchte in der Uhr ist. Deshalb haben wir sie mit entsprechend trockenem Schutzgas gefüllt. Und mit den Jahren wird dann die Kapsel blau werden. Und aufgrund der trockenen Luft innen hält die Schmierung, das Öl, länger. Wir geben deshalb 3 Jahre Garantie auf die Uhren mit Trockenhaltetechnik. Und wenn die dann aber blau wird, dann ist es eigentlich angezeigt, die Uhr bei euch man muss Service nicht dann, zu geben. Es wird dann eine normale Uhr, aber es ist angezeigt, die bei uns dann tauschen zu lassen. Und wie ist die beschichtet? Die Uhr ist erstmal tegmentiert und auf die tegmentierte Schicht haben wir eine schwarze Hartstoffbeschichtung draufgesetzt. Wir haben die extra auf die tegmentierte Schicht gesetzt, damit dieser Eierschaleneffekt nicht auftritt. Wenn die Unterschicht weich ist, also bei einem nicht gehärteten Gehäuse, dann beim Anschlagen an irgendeinen Gegenstand bricht eben die schwarze Schicht ein. Und das wollten wir hier vermeiden. Das machen eigentlich nur wir, die Firma Sinn. Ja, ich kann mich wirklich noch an meine Uhr erinnern. Und die war damals eben, da gab es dieses noch nicht, diese Technik. Die war tatsächlich schwarz eloxiert. Und sobald man irgendwo dran gestoßen ist, hat man sofort das Metall. Schwarz verchromt auch. Ne? Das Metall gesehen, ja. Und das, also das hält sich sehr lange hier in dieser Form. Das bleibt schön. Vielleicht noch kurz die roten Zeiger, die leuchten ganz besonders. Ich weiß nicht, ob das so geht. Kann doch mal selbst drauf leuchten. Sogar. Das ist unheimlich cool. Wenn du dir das Ziffernblatt genau betrachtest, dann siehst du oben, dass die 60 in Rot dargestellt ist. Soll zwar 60 Minuten aussagen, aber dass sie in Rot ist, ist ein Hinweis auf unser 60-jähriges Jubiläum. Das ist ein enorm praktisches Jubiläum für eine Uhrenfirma, das ist wohl wahr. Und die weißen Zähler, gut, das hatten wir damals nicht. Die sind jetzt besonders, damit dann man diese Uhr auch besser unterscheidet zu dem damaligen Modell. Und außerdem wirkt es, glaube ich, sehr, sehr schön so. Ja, es wirkt sehr ruhig, weil die weißen Zähler einfach für die Chronographenfunktion stehen, die roten Zeiger auch, dieses Zeigerspiel. Also hat man sich wirklich wieder sehr viel dabei gedacht. Krone verschraubbar. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was wir hier an der Uhr haben. Es ist ein kleiner Technologieträger. Und sie hat ja auch eine wirklich schöne Größe. Also ich habe sie ja gerade am Handgelenk gehabt. Damals wurde sie als sehr große Uhr empfunden. Heute mit 41 Durchmesser. Ist man eher im unteren Durchschnitt? Es ist eine große Uhr, aber es gibt noch größere. Jetzt muss ich mir noch mal schnell mit dem Silikonband. Hat man sich ja damals nicht so getraut. Damals musste ja eine Sportuhr ein Massivband haben. Aber dass sie jetzt ein Silikonband hat, finde ich sehr gelungen. Vor allem, weil das Silikonband schön die Form des Gehäuses aufnimmt. Und was den Tragekomfort angeht, da weiß ich aus eigener Erfahrung, schätze ich das Silikonband ungemein. Also Silikonband ist wirklich sehr komfortabel zu tragen, ja. Auch schön, ja,
das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, es ist ja auch schön, weil die hier sehr, sofort sehr steil abfällt und deswegen auch an kleinen Handgelenken eigentlich wunderbar sitzt. Ja. Also, wenn man sich die beiden Uhren anguckt, dann weiß man, was mit dem Begriff zeitlos gemeint ist. Also, denn eine Uhr seit den 70er Jahren im Programm, bis auf kleine optische Auffrischungen eigentlich unverändert, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert und das finde ich wirklich auch sehr passend fürs Jubiläum. Danke, schönes Kompliment. Und hier die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Der Sportchronograph zum 60-jährigen Jubiläum. Er wurde 1974 erstmals vorgestellt. Dieses Set ist limitiert auf 600 Stück. Daufehäuse mit Tegiment-Technologie und schwarzer Hartstoffbeschichtung. Mit AR-Trockenhaltetechnik. Deck- und Bodenglas sind aus Saphirkristall, wasserdicht und druckfest bis 20 Bar.